Na komm, brenn. Juhu. Ach, verdammt. Und, aber sie brannte schon. Haha. Kriegst du eigentlich Punkte dafür? Ja, da tatsächlich, da kriegst du Battle Points. Es ist halt ein bisschen auf die lange Sicht natürlich nie so wie Battlefield, weil du ja nichts freispielen kannst. Lalalalala, wir spielen das alte Spiel. Ach komm. So ein Cheater. Drecks scheiß Wallhack-Cheater. Nee, macht Laune auf jeden Fall. Auch wenn es jetzt auf lange Sicht wahrscheinlich ein bisschen öde wird, aber meine Fresse, es kostet 10 Euro, ne? Also, da kann sich keiner beschweren. Da geben manche Leute viel mehr Geld für viel größere Mist aus. Nein, warum? Da ist sich also versteckt. Ach komm. Das wäre jetzt zu schön gewesen. Ich habe, glaube ich, nur. Ne, ich habe gar keinen Kill. Na toll. Na gut, aber das holen wir jetzt noch nach. So. Da, 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 da. Ich mache den Kuchen weg, weil ich bin der Olli. So, da hinten hat er sich doch versteckt, der Sack. Hoi, hoi, hoi. 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 Oh nein. Aber die Aktion war geil. Boink. Boinki, boink. Also ich glaube, man muss erst unten die ganzen Kerzen anzünden, bevor man oben anzünden kann. Ja, hat ein bisschen was von Quake irgendwie mit diesem ganzen Hin- und Hergejumpelt. Ich bin ja der absolute Quake-Hasse. Könnt ihr mich jetzt schlagen drum, aber ich finde das einfach nur so bescheuert, das Spielkonzept. Es ist einfach nur schnelles Hin- und Herballern und ich bin alter Mann, weißt du. Ich war, gut, als Quake damals aktuell war, war ich noch ein ziemlich junger Mann, aber im Geiste war ich schon immer alt. Mit meinen Ansichten da. Jetzt hör doch mal auf! Jetzt hat er mich da tatsächlich festgenagelt. Ist er das? Happy, 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 happy birthday! Oh ne, der ist schon tot. Gut. Die Flames rauer. You coming like a wrecking ball. Oh, na, Gott sei Dank, ey. Das wäre jetzt echt eine Schande gewesen. Gleich nochmal, du Wichser. Dreckiger brauner Soldat. So, ja genau, ich benutze jetzt auch nur noch den Raketenwerfer. So, die sind halt. So, ja, wäre geil, Grumpy, Alter, falls du zuschaust, wirst du wahrscheinlich gemacht hast, aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr wirst, nachdem ich das Singen angefangen habe. Sag mal, ob du Bock drauf hättest, hier ein paar Runden zu spielen. Wenn es nur, keine Ahnung, wenn es nur 5-6 Folgen werden oder so. Ich hätte da mega Bock drauf. Vielleicht kriege ich den Baron. Den kriege ich sicher ans Board. Der findet sowas auch ziemlich geil. Also, der ist schon tot. Next round starts in 8-7. Also, ich kann ihn gar nicht mehr verwunden, oder was? Ah, na gut. Das war's auch schon wieder mit dieser Runde und wir machen dann. Achso, na, es geht noch weiter. Ah, hier, das ist so ein Dingens hier. Achso. Jetzt dachte ich schon, wir müssen wieder zurück in die blöde Lobby. Ja, und nun? Achso, hier raus. Gut. Ja, dann, also ich würde jetzt gleich erstmal hier sagen. Ja, warum? Irgendwie geht das bei mir nicht. Happy, 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 happy birthday. Hm. Merkwürdig. Achso, sind wir jetzt quasi Verteidiger, oder was? Das war ein Blödsinn. Achso, eine Partei ist immer Angreifer. Ah, jetzt habe ich natürlich auch mit dem vollkommen falschen Gewehr geschossen. Wichser. Friss Blei. Du Nutte. So. Wie viel Cooldown hat das Teil eigentlich? Ja, ist schon so. Wahrscheinlich ein Minütchen oder sowas. Oder vielleicht 30 Sekunden. Hello! Na toll. Jetzt hat er genau meine Taktik wieder nachgemacht. Ach, wir müssen hier quasi die Kerzen. Ach, die haben jetzt genauso viel Zeit wie wir, die Kerzen anzusetzen. Jetzt verstehe ich dieses Spiel. Und jetzt verstehe ich auch nicht, warum mein Team vorhin nicht mehr Kerzchen angezündet hat.
Es wäre doch das Intelligenteste gewesen eigentlich. Aber naja. Deswegen standen die da. Ich dachte mir schon, warum zünden die denn keine Kerzen an die faulen Penner? Nee, okay, wenn das Spiel so funktioniert, dann möchte ich nichts gesagt haben. Also gleich regnet es eh wieder. Melissa. Tschüss, Melissa. Wir sehen uns in der Hölle wieder. Ach komm, stirb doch endlich. Was ist das denn für eine Geburtstagsmucke? Welches Kind hört denn solche Musik zum Geburtstag? Ja, die haben ja eigentlich schon gewonnen, die Schweine. So, ein Olli nennt Sniper stehen. Und er macht ihn weg. Naja. Ah ne, das war der hinter mir, glaube ich. Oh ne, hat einen Scharfschützengewehr davor. So ein Sack. Ich glaube, der Flammenwerfer taugte als Waffe so absolut gar nichts. Ich habe nur gesehen, dass es ein Achievement gibt für 100 Kills mit dem Flammenwerfer. Ich glaube, da muss der andere aber entweder geistig und körperlich behindert sein, sodass er einfach nur vom Rechner sitzt und stehen bleibt. Oder halt, hey, ich bin doch die... Nein! Beschützt mich! Oder halt, ja, du musst das wirklich mit dem Kumpel so konsequent durchziehen, dass du den 100 Mal abschlachtest, weil ich glaube, da, das ist echt heftig. Ich habe es vorhin schon mal probiert. Stirb, du Sack. Oh, na gut, 2 gegen 1 so ungefähr. Hey, 5 Kills, ich dachte, ich hätte so 2 oder so. Gefühlt sind es 2 Kills. Ja, aber es zählt ja das, was auf dem Papierchen steht. Ja, verzeihen. You lose. Nein! Irgendwie verliert mein Team jedes Match, in dem ich mitspiele. Dafür sehen wir uns dann gleich wieder, wenn wir aus der Lobby zurückkehren. Dum, da, dum, dum, dum. Der Toybox Assault. Auch eine Map, um eine Carrera-Bahn, die ich bisher auch noch nicht gespielt habe. Ich bin sehr gespannt, was auf mich zukommt. Capture the Hill. Ja, das, das wollen wir doch mal. Capture, okay. Ach, da oben. Ah, ach, King of the Hill. Okay, gut. Ja, gut, King of the Hill geht eigentlich anders, aber. Ihr wisst, was ich meine. Stirb, du Penner! Oh, ich verteidige hier eine Lego-Festung. Oh nein, 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 nein! Na toll. I did not see that coming! Spielen wir eigentlich. Ach, wir spielen die Grünen. Sehr gut. Kann ich denn hier auf die Carrera-Autos eigentlich aufspringen? Oh Gott. Jetzt fühle ich mich irgendwie. Hui! Oh. Ich mach schon wieder so eine Scheiße. Okay, wir spielen jetzt ernsthaft und unterstützen unser Team. Und zwar konsequent. So, ah, es ist geil, ey. Ich finde das Level-Design so gut. Hier ist alles aus Spielzeug. Das ist quasi ein Himmel für Ollis. Und Ollis mögen Spielzeug. Ha! Da oben sind viel zu viele. Aber mein Team ist auch ziemlich verstreut. Und hier sind laute Skate. Welches Kind hat denn 4 Skateboards oder 5? So, mein Kamerad, mein treuer Waffenbruder. Stürmen! Wir stürmen voran! Oh, naja, gut. Das haben wir davon. So, komm, ey, wir müssen hier mal was reißen. Wir haben jetzt 3 oder 4 Spiele in Folge verloren. Aber gut, es geht ja nur darum, euch das Spiel zu zeigen. Und außerdem ist mein Team eh shitty, deswegen, ja, da, daran liegt es halt immer, ne? So, ich verschanze mich jetzt mal hier, vielleicht kommt hier einer durch. Bam! Oh, verdammt, den habe ich noch kommen sehen. Der ist genau hinter mir gelaufen. Shit, ich hätte eigentlich in die andere Richtung gucken sollen, dann wäre er nämlich Moose gewesen, der Kasper! Mei, mei, mei. Wenn ihr im Zweiten Weltkrieg damals so gekämpft hättet wie jetzt. Okay, ja, wir sind hier, ich sag nichts mehr. No, come on, come on, come on. Wir werden siegen.
Wir werden die Schweine zurücktreiben, dahin, wo sie hergekommen sind, nämlich aus der braunen Spielzeugsoldatenkiste. Haha, Wichser. Oh nein, da vorne, da vorne. Oh. Ach ja, zu früh gefreut. Also, wir müssen das eine bestimmte Zeit lang halten. Okay, gut. Das schaffen wir natürlich nie. Die anderen sind ganz schön gut. Die sind sogar besser als ich. Was jetzt nicht unbedingt die Kunst ist, aber ja. Ich dachte, wir können hier mit den Toybox-Cars können wir ein bisschen rumfahren, mit den Karriereautos hier. Aber gut, dann halt nicht, weißt du. Schock. Ich bin nicht hier. Verdammt. Und ich denke noch so, vielleicht sollte ich da... Ah, ich habe meinen Jungs aber genügend Zeit erspielt. Um die Basis letztendlich einzunehmen, bin ich nicht ein wahrer... Oh, hallo Melissa? Du bist das, du Schwein! Ah, toll. Oh, er hat mich mit dem Flammenwerfer getötet, aber ich glaube, ich war schon angekratzt. Naja, gut, dann... Schießt ihr denn in den Rücken, wenn sie weglaufen? Die Schweine! Irgendwie, lag? Ultra-Lag! Naja, gleich macht's Puff. Ja, hier, friss meine Granate. What? Alter, wo kommen die denn her, alle? Alter, ey, wie viele sind denn im gegnerischen Team? 20 Leute, oder was? Ne, 6, ah komm, 6 gegen 4 ist auch sau unfair, ne? Das müsste man mal balancen hier, da muss ich gleich mal eine böse E-Mail an den Support schreiben. Na gut. Na gut, wir haben verloren, naja, was macht's? Ach ja. Die braune Truppe war übermächtig und hat uns geschlagen. Warum rede ich eigentlich wie ein Nazi im Stimmbruch? Ja, genau so. Okay, wir stimmen ab und wir sehen uns dann gleich wieder. Soldaten, willkommen beim Art Table Shuffle. Eine sehr chaotische Map im Waldorf-Kindergartenzimmer. Mit... Oh! Nein! Achso, ist gar kein Feind. Naja gut, dann... Achso, ist es Team Deathmatch. Ey, warum sagt mir das denn keiner, ey? Das ist ja mal sehr nett. Das ist ein bisschen wie... Splatoon! Wie unsere Brüder und Schwestern aus der DDR dazu sagen würden, ne? Oh, Splatoon! Von Nintendo! Ging's euch eigentlich auch so, dass für eure Eltern immer alle Konsolen automatisch Nintendo waren? Ach komm, bleib stehen, ich will dich töten. Haha, Chihiro. Ja, viel Spaß im Zauberland. Haha, ich hab dich zurückgeschickt ins Zauberland. Das ist ein Gemetzel auf so einem coolen Kunsttisch, ey. Haha, den Kill hast du nicht gekriegt, Ryman. Haha, ich bin euer Herr und Meister. Ist das süß. Mr. Kartoffelkopf. Oh mein Gott, ich bin so ein Kind und ich gehe hier so drin auf. Ja, so, wo seid ihr nun? Habt ihr euch alle verpisst, ha? Habt ihr keine Lust mehr gegen mich zu kämpfen, wa? Dann kann ich euch nachvollziehen. Ich hab auch keine Lust mehr. Hehe, die Chihiro. Die ist immer so eine Schlampe, ey. Haha, falls du zuguckst, Chihiro. Die sollte lieber Götter im Badehaus mit Wasser besprenkeln. Und ihnen ekelhafte Massagen geben. So, also ich habe gelernt, hier unten rumzulaufen ist saugefährlich. Ich weiß nicht, die nutzen alle den Raketenwerfer zu oft. Ich bin ja auch bei Battlefield immer kein so ein großer Freund von so Raketenwerfer gegen Menschen einsetzen. Das finde ich nicht gut. Das entspricht nicht meinen Moralvorstellungen. Jetzt haben sie sich bestimmt darauf geeinigt, irgendwo zu campen. 30 Kills zum Gewinnen, na toll. Okay. Also jetzt bin ich plötzlich, habe ich eine andere Farbe bekommen. Das ist auch ein bisschen irritierend. So leicht. So. Chihiro.
Ich sag's dir. Daneben. Ups.